Heute geht es um Basketball in Kanada, die Geschichte, die NBA-Teams und die bekanntesten Spieler. Denkt man an Kanada, fallen einem viele Klischees ein, aber eins gehört mit Sicherheit nicht dazu: Basketball. Dabei wurde Basketball sogar von einem Kanadier erfunden, und zwar vom Arzt und Lehrer James Naismith. Das ist der Typ rechts oben im Bild mit dem schönen Bart. Naismith sollte ein Spiel entwickeln, das weniger brutal war als zum Beispiel American Football und wegen der Verletzungsfreiheit auch geeignet für Schulunterricht und für Kinder sein sollte. Und hier ein paar Funny Facts zum Angeben am Stammtisch. Das erste Basketballspiel der Geschichte fand 1891 statt. Damals wurde 9 gegen 9 gespielt und ein Spiel dauerte 2x15 Minuten. Der Endstand des ersten Spiels war 1:0. Den einzigen und damit auch ersten Treffer in der Basketballgeschichte erzielte der Student William Chase. Dennoch entwickelte sich das nicht gerade körperlose Spiel Eishockey zum Lieblingssport der Kanadier, während Basketball eher ein Schattendasein fristet. Am 1. November 1946 fand das erste Ligaspiel der Basketball Association of America auf kanadischem Boden statt. Die Toronto Huskies empfingen die New York Knickerbocker und unterlagen mit 66:68. Die Toronto Huskies verpassten in ihrer ersten Saison die Playoffs und das Team wurde aufgelöst. Somit war es die einzige und letzte Saison der Toronto Huskies. Fast 50 Jahre gab es anschließend kein NBA-Team in Kanada, bis 1995 mit den Toronto Raptors und den Vancouver Grizzlies gleich zwei kanadische Teams wieder an den Start gingen. Den Beinamen Raptors hatten sie sich von den Velociraptoren aus dem damals erfolgreichen Film Jurassic Park abgeschaut. In der Saison 1999-2000 erreichte mit den Toronto Raptors erstmals ein kanadisches Team die NBA Playoffs. Die Raptors scheiterten allerdings schon in der ersten Runde an den New York Knicks mit 0:3 nach Spiel. Die Vancouver Grizzlies hielten sich allerdings nur ein paar Jahre. 2001 wurde das Team nach Memphis, Tennessee umgezogen und heißen dementsprechend jetzt Memphis Grizzlies. Seitdem gibt es nur noch ein kanadisches NBA-Team, und zwar die Toronto Raptors. Der größte Erfolg der Raptors liegt noch nicht allzu lange zurück. Im Jahr 2016 erreichten die Raptors zum ersten und einzigen Mal bisher die Conference Finals. Man unterlag den Cleveland Cavaliers mit 2:4 nach Spielen. Allzu viele kanadische Basketballspieler sorgten nicht für Furore. Der beste kanadische Basketballspieler aller Zeiten ist wahrscheinlich Steve Nash. Der ist ironischerweise gar kein waschechter Kanadier. Seine Eltern waren beide Briten, er wurde selbst in Südafrika geboren und zog erst mit seiner Familie im Alter von einem Jahr nach Kanada. Er spielte zwischen 96 und 2015 bei den Phoenix Suns, den Dallas Mavericks und den LA Lakers. Die größten Erfolge von Steve Nash waren zweimal der Gewinn des MVP-Titels 2005 und 2006. Außerdem war er 8-mal NBA All-Star. Die Basketball-Tradition in Kanada ist also überschaubar, aber man darf gespannt sein, was die Toronto Raptors in den kommenden Jahren noch erreichen können.